Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hong hier, der beste Koreaner in München. Zumindest laut unserem Kollegen Mr. Fitner. Bro, check den Laden ab. Bester Koreaner überhaupt. Ich bin die Kollegin am Start. Sie ist aufstrebende Foodbloggerin. Sie nochmal bitte. Es gibt nicht so viele Food-Accounts, wo ich sage, okay, da gehe ich zu 100% mit. Viele sind einfach nur komplett überhyped. Yeah. Und nehmen halt nur die Orte, die halt auch schon überall anders gehypt sind. Aber und die ich bin kritisieren einfach, auch nicht. Ja, genau, richtig. Die kritisieren einfach nicht. Man hat einfach, man weiß nicht, einfach was gut oder was schlecht ist, sondern es ist einfach nur so, hier gibt es das. Genau. Und das ist gehypt, aber nicht, ob es gut oder schlecht ist. Und ja, das muss man halt irgendwie ein bisschen ändern, weil ich will ja auch, wenn ich da hingehe, will ich wissen, ob es gut oder schlecht ist, weil sonst ist es Zeitverschwendung und Geldverschwendung. Mashallah. Wie müsst du das Game ändern? Schaut's, Leute. Ab 14 Uhr gibt es diese sehr koreanische Karte. Und 11 bis 14 Uhr gibt es, ich sag mal, sehr eingedeutschtes asiatisches Essen. So gebratene Nudeln, Wokgemüse, Chicken Curry. Dann ist das hier. Das hier, das klingt interessant. Das, weil das gibt's fast nirgendwo. Und hier so eine Hauptspeise. Vorspeise, Leute. Sieht saftig aus, sehr clean. Ein Bonus. Wir sind Barbaren, Leute, wir essen das mit der Hand. Die Dame ist das mit dem Schiffchen. Mr. Fitner, bisher ist deine Empfehlung noch gut. Die Dame hat gesagt, mit Bones ist es saftiger. Sag bitte saftig. Aber es ist trotzdem saftig. Ja, ist gut. Trotzdem gut. Oh, schau hier, hier läuft der Saft raus, Leute. Das ist schon stabil. Kontakt wurde schoniert, Leute. So, Fleischcheck. Bisschen zäh. Schmeckt nicht so nach Also dieses Bulgogi bei Soulmate, das war Hammer. Das fand ich gut. Das hat mich ein bisschen überzeugt. Das hat eine gute Schärfe, Leute. Es schmeckt ein bisschen eintönig, nur nach scharf. Da fehlt irgendwie der Flavor von den verschiedenen Sachen, die herausstechen. Aber selbst auch das Fleisch irgendwie geht voll unter. Schmeckt sehr eintönig. Ich bin hier top gut Empfehlung, Leute. Wo soll ich hin? Wo gibt Rustikana für Sparrows. Die sind so zart. Wäre ich dann super saftig dazu sagen? Ja, super saftig. Super saftig, Garantie, Leute. Das ist interessant, Leute. Habe ich so noch nie gesehen und gehört. Mexikanisch angehaucht. Was sagt die Korea-Expertin? Die Dinge. Mehr Geschmack als Bibimbap, ehrlich gesagt. Okay. Schwierig. Es schmeckt wie nichts, was ich jemals gegessen habe. Oh, okay. An sich was Gutes. Meistens. Ich hätte es mir ein bisschen knusiger vorgestellt, ja schon. Aber vielleicht soll es so sein. Schmeckt ein bisschen nach Big Mac. Was? Big Mac Soße. Nee. Bisschen süß, bisschen. Ja. Ich bin froh, dass es nach Big Mac schmeckt. Hey? Ich hatte gestern einen Big Mac. Er schmeckt wie Big Mac. Voll der Big Mac Käse. Das nächste Mal gehen wir Big Mac McDonalds essen. Okay. Dann siehst du es. Schaut's mir leid, Nachspeise. Pot Bean Soup. Oh, interessant. Ja, aber so ist ja eigentlich schon fast so wie Jai. Ja, fast, ne? Aber eigentlich ist das nicht so. Das ist auch eher Crushed Eis als Shaved Eis. Deswegen erinnert es mich an Jai. Hey, jetzt gibt's den Kondok doch. Wenn du ihn disst, dann nicht aufgemacht dissen. Hörst du, Mr. Fitner? Also wir fanden den Laden
safe nicht der beste Koreaner, Mann. Absolut nicht. Absolut nicht, hörst du, Mann? Ich war in Korea. Hörst du? Es gibt noch eine spezielle Nachspeise, Leute. Ich wurde extra dafür angeschrieben, dass die heute wieder am Start ist. So, Leute. Hier hatten wir die kalten Nudeln. Was ist das praktisch, ja? So, Leute. Das ist ganz wild, wenn ihr wisst, wie das aussieht. Das ist irgendwelche Fäden wie Watte, wie eine Wolke. Crazy ist es. Super Inside-Information, nur bei mir, Leute. Villa-Episode, Leute. Das kriegt keine eigene Folge hier. Wir sind in irgendeinem Hipster-Café. Das letzte Getränk ist da, Leute. Jetzt können wir langsam loslegen. Letztes mit so einer Vietnamesin essen. Also hat sich herausgestellt, dass die Vietnamesin ist. Ich wusste es davon nicht. Wie hast du die entwickelt? Social Media oder was? Ja, das ist die aufstrebende Foodbloggerin. Was ist sie? Foodbloggerin? Eine aufstrebende. Mochte nur die Nachspeise eigentlich. Mochtest du die Nachspeise, dann ist es nicht gut. Ich sag dir unterdurchschnittlich. Also 4,5 von 5, sagen wir so. Von 10. Wenn du irgendwann mal Foodbloggerin bist und Leute dich anschreiben, komm, teste mein Restaurant und so. Nimmst du dich mit? Nein. Ja, natürlich nimmst du mich mit. Würdest du das aber überhaupt annehmen? Ja, komm mal, dass wir uns doch schreib was Positives über uns oder berichte Positives über uns. Wenn ich schreiben muss, dann nicht. Man muss es ja auch richtig bewerten. Yeah. Wenn es halt scheiße schmeckt, dann schmeckt es halt scheiße. Ja. Aber dann kann ja der Service immer noch gut sein. Der Service kann gut sein, ja? Ja, aber. Location kann auch schön sein. Genau. Wenn es halt scheiße ist, dann ist es halt scheiße. Würdest du aber dann hingehen? Schreiben, hey, schöne Location, guter Service und nicht zum Essen sagen. Wird er halt sagen, dass es halt nicht gut schmeckt. Okay. Ich weiß nicht, ob du. Der Laden war gleich niemand. Deswegen dachte ich mir, zeige ich hier diesen geilen Top-Spot. Super krasse Empfehlung von mir. Jo, das war's von mir und den Mädels. Das war safe nicht der beste Koreaner. Empfehlung eigentlich ziemlich schwach. Aber. Eine super krasse Empfehlung gab es von mir. Dieses Dessert solltet ihr mal probieren. Ansonsten war es das von mir. Ihr wisst Bescheid, immer liken, subscriben, kommentieren, check die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram. Investiert in Bitcoin, Ethereum, Crypto, Cashflow generieren, jeden Tag tracken, CS Business und ciao.